Viele Jahrzehnte war Esther im erzgebirgischen Auerbach ein Inbegriff. Hier produzierte man Feinmaschiges für die moderne Frau. Feinstrumpfhosen, begehrt und beliebt, traten von hier aus ihren Weg an, hinaus in die weite Welt. Und dass die Feinstrumpfmode aus Auerbach nicht nur alltagstauglich war, zeigen diese reizenden Damen mit einer sexy Kollektion. Nach der Wende machte die Treuhand vielen Betrieben in der DDR den Gar aus. Auch der Stammbetrieb Esther in Auerbach blieb davon nicht verschont. Jetzt bot sich Joachim Siegert nach vielen Jahren des Stillstandes eine Chance, die er zu nutzen wusste. Ganz besonders freue ich mich, dass ich vor kurzem mit der Kamera die ehemaligen Produktionssäle besuchen konnte. Vielleicht sieht jemand seinen ehemaligen Arbeitsplatz wieder. Mit einem alten, neuen Blick und noch nie gezeigten Aufnahmen werden Interessenten an seinem Film Esther herangeführt. Um an die guten alten Esther-Zeiten zu erinnern, hat der Auerbacher Joachim Siegert erneut sein reichhaltiges Archiv durchstöbert und in vielen Stunden einen beeindruckenden Film über die Esther Auerbach akribisch zusammengeschnitten. Liebe Filmfreunde, ich möchte heute meinen neuen Film vorstellen. Damals eine ganz normale Situation für uns. Aus heutiger Sicht einfach gigantisch, die Strumpfproduktion in Auerbach. Als sehr viel Filmmaterial, auch bisher unveröffentlichtes, was mir zur Verfügung gestellt wurde, und mit kompetenter Beratung von ehemaligen Mitarbeitern habe ich nun mein neues Werk Esther, der Film, fertiggestellt. Der nun vorliegende Film zeigt auf, wie hier ab 1946 die Strumpfproduktion in nun einer sozialistischen Gesellschaftsordnung weitergeführt wurde. Wer den Film sieht, begibt sich auf eine Zeitreise. Gezeigt wird der Film Esther von Joachim Siegert in Verbindung mit dem Heimatverein Auerbach am 24. und 31. Oktober im Stift Auerbach. Karten gibt es am Veranstaltungsort Stift ab 15.30 Uhr oder unter der Telefonnummer 03721 274 692.